Für Millionen Hausbesitzer und Mieter wird's ernst. Nachdem die Energiewende ja beschlossen ist, sollen wir dafür sorgen, dass sich unsere Häuser und Wohnungen von Energieschleudern in Energiesparpaläste verwandeln. Dafür soll es sogar ein großes Steuerförderprogramm geben. Bund und Länder streiten zwar noch über die Kosten, aber das Ziel ist klar, möglichst viele Gebäude sollen eingepackt werden mit solchen dicken Styroporplatten hier. Aber Vorsicht, längst nicht alles, was machbar ist, ist auch wirklich gut. Deutschland packt seine Altbauten ein. Fassaden und Dächer werden gedämmt, neue Fenster eingebaut, effiziente Heizungen installiert. Für Handwerker und Hersteller ein gutes Geschäft. Für Eigentümer erstmal hohe Kosten. Und nicht nur das. Wir sind unterwegs mit Gernot Henrich. Der Bausachverständige zeigt uns die Schattenseiten der Außendämmung an der Fassade eines Mehrfamilienhauses. Algen. Durch die Isolierung der Hauswände mit dicken Dämmplatten finden Sie hier gute Bedingungen. Bei den hochgedämmten Fassaden ist es so, dass der Wärmestrom praktisch abgebremst wird und den Putz gar nicht mehr erreicht. Will sagen, der Putz wird sehr viel kälter als bei einer herkömmlichen Fassade. Auf dem kalten Putz schlägt sich ähnlich wie auf dem kalten Auto Feuchtigkeit nieder. In Verbindung mit dem Staub, der sich darauf ablagert, entsteht ein Nährboden für Algen. Häufig wachsen die Algen auch in solchen Leopardmustern. Dort, wo die Dämmplatten mit Plastikdübeln befestigt sind, wird die Wärme besser geleitet. An allen anderen Stellen wachsen auch hier munter Algen. Die Baustoffindustrie kennt diese Probleme schon lange. Deshalb mischt sie Biozide in Farben und Putze. Die sollen Algenwachstum verhindern. Doch um wirken zu können, müssen die giftigen Stoffe wasserlöslich sein. Folge? Durch Regen wird das Biozid ausgewaschen und gelangt so in den Boden und in angrenzende Bäche. So geht Klimaschutz zulasten der Umwelt. Und meist kommen die Algen wieder und siedeln sich nach einigen Jahren erneut auf der gedämmten Fassade an. Auf Dauer können sie Putz und Dämmung zerstören. Für Eigentümer schnell ein Fass ohne Boden. Während Fachverbände, Hersteller und Handwerker solche Probleme verschweigen, überbieten sie sich mit Einsparversprechungen. 40, 50, ja bis zu 85% weniger Heizkosten, allein durch Dämmung der Außenwände. Damit finanzieren sich die hohen Investitionen innerhalb kurzer Zeit. Aber stimmt das? Wie viel Energie wird tatsächlich eingespart und wann rechnet sich das Dämmen? Die Energieberatungsgesellschaft CO2 Online hat für plus minus die Heizkosten vor und nach der Sanierung verglichen. Bei mehr als 20.000 Ein- und Zweifamilienhäusern. Das Ergebnis überrascht. Die Dämmung der Hausfassade kostet im Schnitt rund 17.000 Euro. Nach der Sanierung werden in der Praxis statt der von einzelnen Anbietern angepriesenen 85% lediglich 15% Energie eingespart. Bei durchschnittlich steigenden Heizkosten rechnet sich die Investition erst nach knapp 30 Jahren. Auch bei anderen Maßnahmen ist es ähnlich. Beispiel neue Fenster. Statt 20% Energieeinsparung sind es im Schnitt nur magere 4%. Eine Investition, die sich selten rechnet. Oder eine neue Heizungsanlage. Hier wird mit Einsparungen bis zu 30% geworben. In der Praxis sind es laut Untersuchung nur 13%. Die hohen Einsparungen werden also fast nie erreicht. Wir konfrontieren den Gesamtverband Dämmstoffindustrie mit den Zahlen zur Außendämmung. Die Unterschiede sieht man gelassen. Im Idealfall seien die hohen Einsparungen ja durchaus machbar. Wir sind schon seit Jahren in der Lage, auch Bestandsgebäude auf Passivhausstandard zu dämmen. Und wie Sie wissen, ein Passivhaus kommt in der Regel ohne zusätzliche Heizung aus. Also da die Angabe zu machen, bis zu 85% Heizkosten werden gespart, dürfte seriös sein. Mit Außendämmung allein ist das nicht zu schaffen. Bauphysiker Gernot Henrich kritisiert zudem, es sei wirtschaftlich unsinnig, die Fassade mit extrem dicken Dämmplatten einzupacken. Unsere Berechnungen zeigen regelmäßig, dass die optimale Dämmstoffstärke im Wohnungsbau beispielsweise bei 10 bis 12 cm liegt. Alles, was darüber hinaus an Dämmung eingebaut wird, spart quasi zusätzlich kaum noch Energie ein. Das wird von der Dämmstoffindustrie natürlich nicht propagiert, sondern die versuchen über den Einfluss, den sie auch in der Politik haben, möglichst dicke Dämmstoffstärken in den Vorschriftenwesen zu verankern.
wie auch in der neuesten Energiesparverordnung. Heißt, den Eigentümern werden durch die Verordnungen teilweise überzogene Auflagen gemacht. Und es gibt noch ein Problem. Wir fahren an die Fachhochschule Hildesheim, treffen Professor Jens Fehrenberg. Der Architekt ist überzeugt, durch die Dämmmaßnahmen heute schaffen wir ein Riesenmüllproblem in der Zukunft. Ökologisch gehen wir ja derzeit nicht vor, wenn wir Dämmstoff herstellen. Denn wir wissen noch nicht, wo er eines Tages bleibt. Wir haben vielleicht eine Lebensdauer dieser Systeme von 40 Jahren. Ein solches System hat hinten Kleber und vorne auch. Und ein eingespachteltes Gewebe. Es ist also ein Mischmüll. Und die Mengen, die kubikmetermäßig in Deutschland schon verklebt worden sind, die könnten wir niemals deponieren. Schon heute kleben hierzulande etwa 800 Millionen Quadratmeter Dämmplatten. Der Experte rät Hauseigentümern, nicht nur auf die Außendämmung zu schauen. Ich muss das Haus als Gesamtsystem verstehen. So, und ich muss es ganzheitlich betrachten. Das heißt, ich muss mir überlegen, wo fließt welche Menge Wärme ab, um dann ingenieurtechnisch und ökonomisch sinnvoll einzugreifen und zu sagen, da habe ich einen Einspareffekt und da gehe ich jetzt ran. Fazit: Altbausanierung ist wichtig. Doch nur wenn die Maßnahmen genau auf das Gebäude abgestimmt und ehrlich durchgerechnet sind, profitieren Hauseigentümer und Umwelt davon. Also bloß nichts voreilig entscheiden, sondern erstmal gut informieren. Zum Beispiel auf unserer Internetseite plusminus.de, da haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt. Außerdem Adressen und Links zu den Themen Energieberatung und finanzielle Förderung.